Andi Blaschke, in deinem Buch Angriff von rechts außen hast du dich ja intensiv mit den Unterwanderungsbemühungen der rechten Szene im Fußball beschäftigt. Wie genau müssen wir uns so diese Unterwanderung von rechts im Fußball vorstellen? Ja, da gibt es verschiedene Formen. Man muss sich davon verabschieden, dass es eine ganz große Massenbewegung ist. Es können 2, 3 Leute manchmal schon eine Menge ausrichten. Und wenn wir sehen, dass der Fußball ja eine Massenbewegung ist, ja, viele Leute gehen dahin wegen des Zugehörigkeitsgefühls. Man will Teil einer Gruppe sein. Und in vielen Fanszenen ist es so, dass 1, 2 Leute den Ton vorgeben. Es ist sehr hierarchisch strukturiert. Und wenn da der falsche Anführer, der falsche Meinungsführer dort Macht erlangt, kann der dort Meinungen einfließen lassen, die dann eine Gruppe sehr schnell anders bewegen können. Kannst du vielleicht mal konkrete Beispiele nennen, wo du das Gefühl hast, das zeigt so wirklich exemplarisch, wie genau sowas abläuft? Also These des Buches ist ja, dass es vor allem nicht mehr sichtbar ist in den Stadien. Ja, wir sehen dort keinen Hitlergruß mehr, wir sehen keine Reichskriegsflagge. Ich bin in Rostock aufgewachsen, da hat es regelmäßig Urwaldgeräusche gegeben gegen schwarze Spieler. Es ist so, dass vor allem die Fußballöffentlichkeit genutzt wird. Also nicht immer nur im Stadion, wo der Ball rollt, sondern dort, wo der Fußball anders ist, dass Menschen sich treffen, Jugendliche sich treffen, dort ist der Fußball interessant für Rechtsextreme. Und wenn dort Leute aus der NPD, Leute aus Kameradschaften in der Nähe sind, die können zum Beispiel in die Fanprojekte gehen. Dort treffen sich Jugendliche. Die können aber auch ins Internet gehen. Im Internet sind fast alle Fußballfans mittlerweile vernetzt. Ja, dort kann man sich feiern, dort kann man seine eigene Choreografie, sein eigenes Fanleben zelebrieren. Und da kann man natürlich auch andere Inhalte einfließen lassen. Und ich habe lange in Leipzig recherchiert, zum Beispiel. Ja? Ein Verein, der in der 5. Liga ist, also nicht sehr erfolgreich, aber trotzdem viele Fans hat. Und da ist die NPD relativ erfolgreich, in Sachsen seit 2004 im Landtag. Ja, und da müssen die Leute gar nicht ins Stadion, die müssen auch gar nicht aufs Vereinsgelände, die haben Hausverbot, aber können trotzdem die Öffentlichkeit des Fußballs nutzen, um ihre Propaganda an Jugendliche loszuwerden. Was glaubst du, warum ist gerade der Fußball so anfällig dafür, von rechts unterwandert zu werden? Also wo gibt es Anknüpfungspunkte, vielleicht sogar im Sport selber, die eben attraktiv auf rechte Ideologien wirken sozusagen? Ich glaube, dass der Fußball im Gegensatz zu allen anderen Sportarten wirklich eine Massenbewegung ist. Also ganz, ganz wichtig ist dieses Massenphänomen, dass in dieser anonymen Masse Einzelne sich plötzlich ganz, ganz stark fühlen. Und der Fußball hat ein sehr spezielles Setting, ja, dass die Mannschaften oder die Fans der Mannschaften sich ja auch immer über Rivalitäten, über Unterschiede definieren. Ihre Identifikation fußt darauf fast zu einem großen Teil und man kultiviert diese Rivalitäten, man lädt sie auf, man kann sie ethnisch aufladen, nationalistisch aufladen. Das macht es attraktiv für Rechtsextreme, wenn wir die Publikumsstruktur sehen im Profifußball oder meinetwegen auch in der 3., 4. Liga. Junge Männer, 80-90% junge Männer, bis 30, ja, ein großer Teil ist erlebnisorientiert. Auch eine Gewaltfaszination spielt eine große Rolle, manchmal auch Alkohol. Und das sind Faktoren, die man nicht beim, ja, vielleicht noch in anderen, vielleicht noch in bei Volksfesten oder in der Feuerwehr, in anderen Strukturen, die männlich dominiert sind. Aber der Fußball hat da schon so ein spezielles Setting und vor allem die Stadien selbst sind ja so die öffentlichsten Orte der Gesellschaft. Ja, da sind dann Tausende und da sind Kameras, Polizei. Und es ist auch interessant, wie Leute sich, habe ich ganz oft gehört während der Recherchen, es gibt durch die Emotionen, ja, und auch durch Alkohol, lassen die sich gehen und sagen Sachen, die sie zu Hause bei Mama am Kaffeetisch nicht sagen würden. Gerade weil du Nationalismus auch angesprochen hast, vor allem seit 2006 eigentlich, seit der Weltmeisterschaft, wird ja immer wieder von so einer neuen Art von Nationalismus geredet, der eben ungefährlich sei, der harmlos sei. Party-Nationalismus wird es häufig genannt, gerade in Bezug auf Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft eben. Würdest du diese Einschätzung teilen? Also kann es einen harmlosen oder ungefährlichen Nationalismus geben? Das ist eine spannende Frage, die ich versuche in dem Buch zu diskutieren, weil sie eigentlich alle 2 Jahre wieder aufkommt, sofern die deutsche Mannschaft erfolgreich ist. 2006 war es natürlich eklatant, weil
so einfach und plump geht es eben nicht, dass man plötzlich mit Hilfe des Fußballs den Patriotismus entdeckt. Und es ist so schön, die deutsche Fahne zu schwenken, die Hymne zu singen. Das ist teilweise sogar, finde ich, gefährlich gewesen, dass man das so breit ausschlachtet. Das hat sich ja von den Boulevardmedien bis ins seriöse Feuilleton durchgezogen, dass man mit Hilfe des Fußballs ja irgendwie die deutsche Seele wiederentdeckt. Finde ich falsch. Und es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die nach der WM erhoben worden sind, die sagen, dass die Fremdenfeindlichkeit sogar gestiegen ist. Ja, dass man, je mehr man sich selbst auf einen Sockel stellt, die eigene Nation aufstellt, dass man unterbewusst oder sogar offen und bewusst andere, das Fremde, abwertet. Das hat sich schon nach dem Halbfinale gezeigt gegen Italien, als die Deutschen verloren haben. Dort wurden italienische Restaurants angegriffen. Und diejenigen, die das mehr erforschen, ja, ich gebe mal die Meinung zum Beispiel von Wilhelm Heidmeier wieder, Konfliktforscher aus Bielefeld. Es bedarf Schlüsselereignisse. Ja, zum Beispiel in den USA dieses Ereignis 9/11, das kann das Selbstbild erschüttern gegenüber der eigenen Nation, dem Begriff Nation. Ein Fußballturnier kann es nicht. Weil du auch über die mediale Berichterstattung geredet hast, inwiefern empfindest du die deutsche Presselandschaft als sensibilisiert für das Thema? Inwiefern wird das aufgegriffen und sinnvoll diskutiert oder debattiert? Also ich glaube, dass überall, eigentlich in allen Themen, dass man eher die Meinungen versucht zu bestätigen, von denen man denkt, dass alle sie ohnehin schon in sich tragen. Man versucht selten Kontrapunkte zu setzen. Und während eines solchen Turniers, das ja eine Eigendynamik entwickeln kann und wo ja irgendwie 20, 25, 30 Millionen Zuschauer, das gibt es sonst überhaupt nicht, so eine große Zahl an Zuschauern, da macht man es sich dann eben leicht. Und, aber seltsam ist dann, dass so wie der Boulevard bis hin zur Süddeutschen Zeit, dass die dann alle mit einstimmen. Leider ist es gerade so, dass der Sportjournalismus historisch nie eine aufklärende Rolle gehabt hat. Ja? Nicht so wie die Politik, nicht so wie die Wirtschaft, wo es immer kritisch und auch investigativ zuging. Da gibt es nur ganz, ganz wenige, die im Sportjournalismus versuchen, eigene Gedanken zu entwickeln, ja? Den Sport politischer zu sehen. Das geht vielleicht langsam, seit 3, 4, 5 Jahren. Aber letztendlich ist der Sport, ist der Fußball eine Unterhaltungsindustrie. Und Wirtschaftsjournalisten, die in der Börse berichten, müssen keine Millionen für die Fernsehrechte zahlen. Politikjournalisten, die aus dem Bundestag berichten, müssen keine Millionen für Fernsehrechte zahlen. Journalisten müssen es eben schon, und deswegen wollen sie natürlich ihre Marke, das ist auch während der WM so, verkaufen. Und da ist dann eben kein Platz für kritische, politische, hintergründige Diskurse. Was glaubst du, was sind Möglichkeiten, wie sich Vereine gegen so eine Unterwanderung von rechts effektiv zur Wehr setzen können? Ist ja so, wir haben ja aktuell wieder diese Debatte um Gewalt und Pyrotechnik, weniger jetzt der politische Aspekt, aber ich fasse das mal zu einer Gesamtdebatte Fußballfans. Es ist immer so, jetzt lädt der Innenminister wieder zu einem Gewaltgipfel, es gibt Symposien, es gibt wieder eine Taskforce, Taskforce Sicherheit würde die diesmal heißen. Und ich erinnere daran, dass es 2006 auch eine Taskforce gegeben hat. Sie wurde live übertragen in einer Pressekonferenz. Diese Taskforce ist dann still und heimlich wieder aufgelöst worden, nach einigen Monaten. Niemand hat gefragt, was für Ergebnisse dabei herausgekommen sind. Also man dreht sich ständig im Kreis. Der DFB, funktionäre Politik, sie bedienen das mediale Hamsterrad, ja, der Empörung. Sie laufen hinterher, Aktionismus. Seit 20, 25 Jahren ist das so. Man kommt in dieser Debatte, die Debattenkultur müsste man verändern, hin zu mehr Prävention. Und wenn man die wirklich sinnvollen Strategien sieht, die kommen eigentlich eher aus der Basis heraus, von politisch aktiven Fangruppierungen, von Aktivisten, von politischen Initiativen. Leider haben die nicht die Macht, das Netzwerk und vor allem das Geld, um sich wirklich zu etablieren. Also würdest du sagen, oder anders gefragt, die offiziellen Initiativen, Projekte, die eben laufen, sowas wie Rote Karte gegen Rassismus oder Respekt oder so. Ist das eine ernsthafte Form der Auseinandersetzung mit dem Problem oder ist das eine reine Oberflächenbetrachtung, die einfach nur genau das, was du ja beschrieben hattest, dass eben der Rechtsradikalismus nicht mehr sichtbar wird in den Stadien, die eigentlich nur darauf zielt und tiefer liegende Strukturen gar nicht angeht? Ach, solche plakativen Aktionen sind wichtig, sind natürlich besser, als wenn man sie nicht machen würde, weil immerhin viele Leute dann diese Karte mal in die Hand nehmen.
Aber wenn man zum Beispiel sieht, wie der DFB zum Thema gegen Homophobie sich einsetzt, ja, das ist durchaus bemerkenswert. Aber es hat zum Beispiel mal ein Länderspiel gegeben unter dem Motto gegen Homophobie 2009. Flyer wurden verteilt, Broschüren wurden gedruckt, es gab eine Pressekonferenz mit dem DFB-Präsidenten. Aber während der Fernsehübertragung am Abend in der ARD, wo dann 5, 6, 7 Millionen Zuschauer dabei sind, hat der Fernsehkommentator es nicht einmal erwähnt. Ja, also wirklich die Masse hat man dann wirklich nicht genutzt. Aber ich glaube, natürlich ist es wichtig, ein Aspekt, aber es muss tief rein. Ja? Leute, es gibt genug Experten, Pädagogen, Sozialarbeiter, Leute, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Der DFB hat genug Geld, das bundesweit zu verankern. Es muss so tief wie möglich rein, Kreisverbände, Landesverbände. Und die können dann das ansprechen, ja? Und das vor allem immer wieder tief anbringen. Es gibt in Hessen zum Beispiel ein Beispiel, eine Sportmediatorin, die durch die Vereine tingelt und den Leuten klar macht, dass eben ein Jugendtrainer von der NPD doch gefährlich sein kann für Jugendliche. Das wollen viele nicht einsehen, solange er zuverlässig und fleißig ist und immer pünktlich zum Training kommt, ist das völlig okay. Problem ist aber, dass der Fußball sich ganz selten helfen lassen will, weil er seine eigene Gerichtsbarkeit hat, er hat seine eigenen Regeln, er hat seine eigene Struktur, seine eigene Hierarchie, sein eigenes Präsidium. Und da möchte man denn niemand von außen, keine Journalisten, keine Soziologen, das ist alles suspekt. Und ich hoffe, dass das sich in den nächsten Jahren ändert. Weil du auch schon angesprochen hast, Initiativen von, also aus der Fanszene selbst, die sich gegen Rassismus, oft auch gegen Homophobie oder Sexismus einsetzen. Siehst du das, also auch wenn sie noch kleine Gruppierungen sind, wie du ja gesagt hast, siehst du das als den richtigen Weg, den primitiven Weg? Also wenn eben selber aus der Szene was entsteht oder... Wie würdest du das einschätzen, diese neue Bewegung, diese Ultrabewegung, die ja sich teilweise zumindest sehr, sehr stark positioniert gegen eben diese Phänomene? Ja, es ist ganz, ganz schwer, das zu vereinheitlichen, zu pauschalisieren. Die Ultrabewegung wird uns noch lange beschäftigen, weil sie jetzt gerade an so einem Scheideweg ist. Es gibt viele, viele Ultragruppierungen, die sich politisch engagieren, die Veranstaltungen machen gegen Rassismus, gegen Homophobie, Demonstrationen, Ausstellungen, Lesungen, sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch andere Ultragruppierungen, die per se sagen, Fußball und Politik gehören nicht zusammen. Ich finde, dass man generell im Fußball, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, die Begriffe Politik und auch Recht zu sehr verengt auf Partei und Parlament, also der Begriff Rechts, es gibt verschiedene, nicht nur Rassismus und Antisemitismus, verschiedene Ausgrenzungsmechanismen und das sehen die halt nicht. Für viele Ultras bin ich als Journalist, der ein Buch geschrieben hat gegen Rassismus, per se links, per se meinetwegen auch linksextrem. Also die sehen Antirassismus sofort als kompletten Kontrastpunkt zu rechtsextrem, was ich sehr oberflächlich und dümmlich fast schon finde, aber sobald man dann den Leuten zum Beispiel, ich frage dann oft die Leute, die sagen, sie seien unpolitisch, was würden sie tun, wenn zum Beispiel Nazis in der Kurve stehen würden? Und da kommt meistens die Antwort, ja, wir würden sie aus der Kurve prügeln. Dann sage ich, aber das ist eine politische Aussage. Und dann setzt so dieser Mechanismus ein, dass man darüber nachdenkt. In jedem Fall ist es aber so, Beispiel 1860 München, wo 50, 60 Neonazis immer in der Kurve stehen. Da gibt es eine Initiative, Löwenfans gegen Rechts, ehrenamtlich, ja, wirklich tolle Initiative, die wird vom Verein kaum erhört. Ja, er hat viele Sachen gemacht, aber bis der Verein sie dann wirklich mal erhört hat, hat das so lange gedauert. Und die werden teilweise jetzt schon wieder, sind die desillusioniert und die resignieren, weil es so viel Arbeit ist und nicht immer alle mitmachen wollen. Es ist immer von Leuten abhängig vor Ort. Also man kann das nicht pauschal beurteilen. Vielleicht als abschließende Einschätzung, was glaubst du, welche Chance liegt eventuell auch in antirassistischer, antifaschistischer Arbeit im Fußball? Kann das sozusagen ein Zeichen oder eine Vorwegnahme von Arbeit gegen Rechts auch innerhalb größerer gesellschaftlicher Zusammenhänge sein? Oder ist das im Prinzip eine Auseinandersetzung, die auf den Fußball beschränkt bleibt? Nein, auf keinen Fall. Das ist auch eines der Probleme, dass man jetzt in dieser Debatte zum Beispiel wieder mehr Strafen fordert, mehr Polizei, mehr Ausschlüsse, ja, Repression, die sehr, sehr teuer ist. Also wenn man einen Drittliga-, Viertliga spielt, da kann es zu Polizeikosten in Höhe von 2 Millionen Euro kommen. Wenn man sieht, wie ein pädagogisches Fanprojekt, von denen es 50 gibt, die kosten maximal 150.000, 60.000 Euro, also sehr, sehr wenig. Und das sind Pädagogen, Sozialarbeiter,
die sich mit Jugendlichen kümmern, die also Jugendhilfe betreiben. Und da ist der Fußball nicht das Hauptargument, sondern der Fußball ist einfach nur der Anlass, die Jugendlichen für die Jugendhilfe zu bekommen. Und da kann man Jugendliche, 13, 14, 15, 16-Jährige, von positiven Ideen überzeugen. Das muss jetzt nicht immer Antirassismus sein. Es ist einfach nur Empathieschulung, mal über Toleranz zu sprechen. Meinetwegen auch Demokratielehre, ja, die sind ja ausgebildet dafür. Und da ist der Fußball nur das Lockmittel sozusagen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Jahren danach wieder. Aber leider haben die Fanprojekte eine weit weniger große Lobby als Sicherheitskräfte und Polizei. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.